Das ist meine Freunde, das immer wieder mit einem ja, kleinen, hoffentlich netten Rennspiel. Und zwar nennt sich das Super Toy Car. Das ist so ein Spiel, das habe ich schon eine Weile auf Steam entdeckt. Da dachte ich mir, okay, das probieren wir mal aus. Ich mag so kleine Trash-Rennspiele eigentlich mal ganz gerne für zwischendurch. Aktuell ist es 14 Euro auf Steam zu haben. Ich habe es glaube mal aus einem Angebot. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich das vor kurzem gekauft habe oder aus einem Angebot kommt. Das werden wir jetzt mal sehen. So, ja, natürlich, dass es soweit ganz lustig ist. So. Das können wir schon hören, jetzt muss ich nur noch umschalten auf Super Toy Cars. So. Das Spiel gibt es nur auf Englisch und Spanisch. Deswegen würde ich mal sagen, nehmen wir lieber mit der spanischen Sprache vorlieb. So. Was gibt es denn alles erstmal überhaupt? Die Karriere, Quick Race, Multiplayer gibt es, okay. Ein Track Editor ist auch nicht schlecht. Die Optionen und Extras, was gibt es denn bei Extras? Tutorial, Achievements, User Stats, Credits, White Progress, okay. User Stats. So, das ist jetzt nur für mich praktisch, okay. Können wir dann später nochmal reinschauen. Achievements. Ah, das sind die Steam Achievements, ja, habe ich vorhin schon gesehen. Finish the Tutorial, ja gut, dann fangen wir mit dem Tutorial mal an, würde ich sagen. Haben wir selber noch nicht gespielt. In this tutorial we try to each you all you need to excel at Super Toy Cars. Let's start with the basic controls. We have to start by moving the car. Try to reach the checkpoints using... So, jetzt erst. Going to talk around the big robot. Ja, das war eine Idee, um den großen Roboter in den Herzen zu fahren. Mit Steuerung kann man driften. Ja, mit dem wir uns. Okay, das sind also die Welt drifting in the game. You can start drift at the same way, but you release the drift button and keep accelerating and turning as required. So, the boost is visible in the heart in the center top part of the screen. Boost bars fill it by drifting or jumping. Different cars may fill the boost bar faster or slower. When the boost bar is full, it can be used to apply A. Boost the car during a few seconds. Yes. Mit Shift. Yeah. Shift boost. So, during the races you'll find some power-ups you can acquire use. Let's go one drive through the power-up box to acquire it. When you acquire a power-up appears in the rear part of the car, you can then use it with your power-up button. The power-up button is the other side. Okay, was haben wir hier für lustige Boosts? Ölspill, also eine Ölfleck, Klebefleck, eine Mine, a Spring Trap, leaves a Spring Trap that will spend on a opposing car, also praktisch eine Feder, beziehungsweise ein Springkissen, Boost belegen, füllt den Boost, 8-Ball,
8-Ball, Toss Forward a Huge 8-Ball. Also praktisch eine Billardkugel kommt dann nach vorne geflogen. Eine schwarze. Missile launched next, right missile towards the next player. Okay, also Missile ist praktisch der blaue Panzer als Mario Kart. You can change camera anytime from the option to news. Ja, Fahrkamera, Close Kamera, ist eingestellt, ja, finish the tour, you know, all the gameplay options, bla bla bla, Käse. Haben wir denn jetzt einen Erfolg? Oh, das ist einfach noch schön. Ah, nee, du. Exit von Q. Etwas? Achievements. Jawohl, finish the tutorial. So. Karriere. Lecker. Ah, wir haben den lustigen Grün jetzt. Können wir den. Ah, wir können drehen. Ein paar Lego-Steine. Das ist jetzt nicht so schnell und alles, aber. Wir haben 0 Dollar und 0 Sterne, was immer das ist. Mal schauen. Select Episode. Kann ich noch nicht freigeschalten. Ah, das sind diese Punkte hier. Vor allem, ich nehme an, das sind die Sterne da oben. Das scheint ein normales Rennen zu sein. The first to cross the finish line wins race against the opponents. Fight them with the weapons on the track and can we do whatever it takes to be the first one to cross the line. Okay. Also alles tun, was geht, um der Erste zu sein. Ich muss sagen, die Musik ist sehr laut, aber das Spiel höre ich eigentlich gar nicht. Eine Mine, ah, wir können sogar sehen, wenn jemand reinfährt. Okay, das Driften, das scheint immer ein bisschen zu bremsen. Mal Boost vielleicht. Und schauen, können wir die Option. Ach, yes. Das ist sogar immer sehr laut. Ja, jetzt guck mal. Guck mal, die gewinnt man so das erste Mal. Okay, ich bin hier irgendwie ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, wie weit kommt der her. Den Coins von mir bekommen, okay. Da ist ein Anybody. Oh, geht einfach direkt weiter. Statt einfach mal rückwärts zu rollen.
2 eingesammelt. Gefühl ist das Driften einfach nur ein bisschen bremst. Sicht ist gerade sicher noch nicht gerade überhaupt. Time attack, reach the checkpoint before the clock reaches null. If it's time, you pass the checkpoint, more time will be added to your clock. Also einfach nur ein schnell genug die Checkpoints abbauen. Vielleicht können wir Andrea mal raus. Oh, das haben wir nicht mal geschafft. Das ist schon irgendwie merkwürdig. So, sind wir zurück im Menü gelandet. Natürlich nochmal. Der macht die einfach der Reihe nach.
haben 0 Punkte. Also müsste das jetzt das sein. Ja, das ist das dritte Rennen. Okay, mal schauen. Kriegt das hin? Und stand ich dann immer bei 15, 24 Euro. Ich habe auch keine Geschwindigkeit zu zeigen, sondern wir sehen können, ob das drin ist. Naja, ne, bringt nichts. Also gefühlt bringt es gar nichts. Zumindest bist du langsam. Der Fuß hat sich auch so gut gar nicht aufgebaut. Und ich weiß nicht, was es so recht soll, kann ich mir jetzt nicht erklären. Geradeaus oder so her. Es ist, ich weiß nicht, was ist. Geschafft, wenn zwei Boosts benutzen, habe ich geschafft. Muss ein Kinderspiel sein? Naja. Sehe ich gerade irgendwie ein bisschen kritisch, sag ich mal. Das ist schon irgendwie ein bisschen schwer. Aber da haben sie sich die Zeiten nicht richtig überlegt oder was? Ich weiß nicht. Ich schaff mir ja wenigstens bei dem Test das. Ja, schon mal dran. Ja, irgendwie. Ich den ersten Teil der Karriere abschließen. Ich will den Punkt da hinten. Lass ihn mal liegen. Karriere mal einfach. Muss ich
ein bisschen da langsam. Drücke dürften ein bisschen da langsam. Ich verstehe das. Kann ja nicht sein. Kann ja nicht Sinn und Zweck sein. Also, wenn wir drauf werden. Ein bisschen schneller als bei dem Versuch vor uns, wo wir geschafft haben. Wir haben keinen Bus, das heißt, wir müssen jetzt bis zum. Wieder bis zu dieser Steilkurve ohne Boost auskommen, weil wir versuchen mal ohne Drift zu gehen. Das wurde nämlich perfekt und schnell und gut eigentlich. Blödsinn hier. Das ist doch Quatsch. Wieso würde total alle ehrlich stehen? Ich verstehe dieses Spiel einfach nicht. Ich verstehe es nicht. Jetzt schaffen wir es wieder nicht. So knapp. So knapp. Das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn das für ein komisches Spiel? Das Schlimme ist eigentlich noch, dass die dafür 10 Euro verlangen. Und das ist, da muss ich jetzt ehrlich sagen, das ist die 10 Euro so eigentlich wert. Ich meine, vielleicht so für die Kiddies für zwischendurch, okay. Mag es vielleicht noch gehen, aber. Ne, wird dann vielleicht mal ein Multiplayer aus. Nach der Runde hier, so schaffen wir oder nicht, danach gucken wir mal. Sehr kurios dieses Spiel. Ich bin zu leise. Ich kann mal lauter stellen. Vielleicht schaffen wir es jetzt endlich mal. Sehr mysteriös. Mal ich nur noch Multiplayer ausprobieren. Sieht nicht aus, als ob das jemand spielen würde. So, wieder such, wieder such, wieder such. Geht nicht mal ins Menü zurück.
Ja. Würde ich sagen, beenden wir das an dieser Stelle schon. Und dann, ja, fazittechnisch, sehr kurioses Spiel, was nicht funktioniert. Wenn man driftet, bleibt man stehen. Das könnte die doch recht vielen negativen Bewertungen auf Steam erklären. Und na dann, bis zum nächsten Mal. Good luck and have fun.